Hallo zusammen, mich hier ist die Deutsche La und Töchter für euch in Dragonfly unterwegs und wollte ich heute so einen kleinen Pet Guide präsentieren. Heute geht es um ein Pet, wo wir ein paar Sachen für abschließen müssen. Und zwar habe ich mir eins rausgesucht, lebendige Schlammmaske schimpft sich das Ganze. Und dafür müssen wir ein paar Quests erledigen, ein paar ja, kleinere Rätsel lösen, würde ich mal behaupten. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem ersten Step. Ich befinde mich einmal hier in Taldrassus und zwar hier unten auf den Koordinaten 40, 44. Und dort haben wir einen Elite-Gegner, der schimpft sich Schlamm-Gatu oder irgendwie so. Und den müssen wir erstmal umhauen, denn der droppt dann ein Item. Wir sehen das hier auch schon. Der hat eine Sonnenbrille dabei. Und ja, die müssen wir uns besorgen, deswegen hauen wir den als allererstes mal. Sobald wir den getötet haben, können wir ihn einmal looten und es droppt einmal diese komische modische Sonnenbrille. Und die müssen wir jetzt einmal da oben abgeben. Da müssen wir jetzt ein bisschen rüberfliegen. So, da haben wir den NPC. Und da geben wir das einmal ab, das Ding. Da klicken wir auf Weiter. Und jetzt, ganz wichtig, müssen wir ihn nochmal anquatschen, weil wir haben jetzt als Belohnung quasi nicht wirklich was Tolles bekommen. Ein bisschen Ruf gab's, 56 Gold und jetzt quatschen wir ihm an, dass wir eine bessere Belohnung haben wollen oder eine andere Belohnung hier. Der sagt uns, wir müssen in den VIP-Bereich dafür und ja, jetzt haut er ab. Sudala, nach einem kleinen RP-Talk hat der Taurer jetzt unseren Quest-NPC einfach darüber geschmissen. Anscheinend sind jetzt hier diese Gleiterreisen zu unsicher und jetzt müssen wir einmal rüber. Und der liegt da jetzt einmal und dann müssen wir jetzt nochmal mit ihm sprechen. Und ihr seht, jetzt haben wir hier so einen kleinen Schleim und den müssen wir einmal verfolgen, den Schleim. Könnt euch diese ganzen Sachen durchlesen. Ich habe jetzt einiges aus dem Video rausgecuttet, weil es dann sonst doch ein bisschen lang wird tatsächlich. Sind wir ein bisschen vorsichtig. Hier, und sobald wir dran sind, können wir eine Quest annehmen. Und die können wir dann wieder abgeben. Da hinten bei dem anderen NPC. Und tada, dann haben wir unser Pet. Mehr war es eigentlich auch nicht. Ist eine relativ schnelle Angelegenheit. Man muss nur wissen, was die einzelnen Steps sind. Vor allem, dass man dann halt dementsprechend den NPC nochmal anspricht, um dann hier auch die weiteren Punkte freischalten zu können. So, wir gucken mal. In den Käfig können wir das leider nicht packen, wie ihr seht. Also, das können wir nicht verkaufen, aber für die eigene Sammlung ist das auf jeden Fall eine ganz nette Angelegenheit. Gut, damit wären wir auch schon wieder am Ende von dem kleinen Pet Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Ich zeige nochmal auf der Map, wo wir waren. Also, hier unten haben wir den Schleim geholt, dann mussten wir zu dem NPC. Dem einmal anquatschen, er wird rübergeschleudert, die Leiche anquatschen, dann kommt der Schleim raus, Schleim nachlaufen, einmal die Quest nehmen, wieder zurück zum NPC und dann gibt es unser Pet. Mehr war es eigentlich jetzt an der Stelle nicht. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle, euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao.